Damit ein Eurofighter 10-mal mehr Ziele als bisher im Blick behalten kann, investiert Berlin Milliarden in Superelektronik. Damit setzt sich Deutschland erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg an die Spitze der Radarentwicklung für Kampfjets. In allen bislang ausgelieferten Eurofightern ist noch Radartechnik eingebaut, die lediglich 20 Ziele gleichzeitig im Blick behalten kann. Neuere Radare dagegen arbeiten mit über 1000 kleinen Hightech-Chips, die sich einzeln steuern und lenken lassen. So können statt 20 bis zu 200 Ziele selbst in 200 Kilometer Entfernung gleichzeitig in der Luft und am Boden erfasst sowie Geländeprofile erstellt werden. Eine solche Technologie soll jetzt der deutsche Hensoldt-Konzern bei München für den Eurofighter herstellen. Ein 1,5 Milliarden Euro-Geschäft. Es ist der mit Abstand größte Auftrag in der jüngeren Firmengeschichte, der außerdem 400 Arbeitsplätze schafft.